So, läuft das jetzt? Ich hab ein Bild. Es läuft. Okay, cool. Es heißt ja, fertig, geil, meine Webcam. Endlich geht meine Webcam. Wie geil ist das denn? Das heißt ja, ich bin auf Sendung. Ja, so. Hallöchen, Leute. Und herzlich willkommen zu meinem 777. Was für ein Zungenbrecher, egal. Ach komm, jetzt wo wir den Anfang eh schon verkackt haben, ist doch auch egal. Weil jetzt spielt's keine Rolle mehr. Nee, echt nicht. So, was haben wir denn hier? Fuck. Gott, was ist das? Nein. Scheiße. Nein. Okay, lassen wir das mit den Filtern. Ja, egal, so. Jetzt noch ein letztes Mal. Herzlich willkommen und diesmal wirklich und ernsthaft. So, zu meinem 777er Abonnenten-Special, obwohl es ja schon wieder 810 oder so sind. Egal, ich war ja im Urlaub und hatte angekündigt, dass ich es wahrscheinlich zeitlich verpassen werde. Und egal, und vielen Dank. Ich muss mal kurz auf die Liste gucken hier an Mr. Let's Play Fan 96. Ja, er war mein 777. Abonnent und ja, ich hatte ihm dann in den Kanal geschrieben, dass ich ihn dann auch im Video erwähnen werde, weil das passt irgendwie so gut bei dieser schönen Schnapszahl, ne? Und ja, genau, was gibt's denn in diesem Video nun zu sehen? Ja, abgesehen von mir, ja, Lighty live und in Farbe, jetzt endlich läuft die Webcam und ja, ist doch auch mal interessant, ne? Für euch vielleicht so die Person hinter der Stimme zu sehen und nicht nur ein Foto, genau, ja. Ich muss mich auch noch dran gewöhnen, ist irgendwie komisch. Vor allem, weil ich hier so straight am Bildschirm vorbeilabern muss, weil ich habe die Webcam jetzt links daneben. Ja, so sieht's aus, wenn ich in den Bildschirm gucke. Dann seht ihr mich ja von der Seite. Ja, irgendwie dieses Video gerade ist eine einzige Outtake-Nummer. Egal. So ist das bei spontanen Sachen, ne? Obwohl, ganz so spontan ist das Special nicht. Ein bisschen vorbereitet habe ich mich ja auch, ne? Und habe mir gedacht, wenn ihr mich jetzt schon so sehen könnt, ne, ich hatte ja schwer gehofft, dass es wirklich klappt, und jetzt schön, dass es klappt, ja, dann könnt ihr mich ja noch ein bisschen besser kennenlernen vielleicht, weil ihr erinnert euch ja vielleicht an mein 250 Abo-Special, das ist auch erst irgendwie 2 Monate her, Mann, das geht so schnell gerade, ihr seid Wahnsinn, ja, also dieses Special 250 eben, und ja, da hatte ich ja euch die Gelegenheit gegeben, mir Fragen zu stellen, die ich dann beantwortet habe und die wurden ja dann auch vorgelesen von so doch einigen sehr bekannten Leuten. Das war echt, danke nochmal, es ist einfach zu geil, dass das geklappt hat. Und ja, wo war ich? Genau, richtig. Und im Nachhinein nach diesem Special kamen doch noch sehr viele Fragen, die ich dann natürlich nicht mehr aufnehmen konnte. Und einige bezogen sich auch auf Antworten, die ich gegeben hatte. Und gedacht, dann ja, gehe ich doch nochmal jetzt auf diese Fragen ein. Genau, dann könnt ihr mich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. So, und da, was haben wir denn für Fragen gehabt? Zum Beispiel hier, Moment, ich habe mir auch wieder hier die Liste gemacht, ne? Deswegen gucke ich ab und zu mal darauf. Was waren deine 2 zuletzt gekauften DVDs? Ja, ich hatte ja mal, ich glaube, in meiner Kanalbeschreibung steht da drin, dass ich auch so ein großer Cineast bin, Filmfreak. Genau, und was waren so meine 2 zuletzt gekauften? Also einmal hier, Männer, die auf Ziegen starren in der, was ist das? Steelbook Collection, genau, mit Bonusmaterial. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Ich kenne den Film nämlich noch nicht. Es war mein Mitbewohner. Der hat gesagt, er soll total lustig sein. Und ja, den habe ich mir jetzt gekauft. Und dann gucke ich mir den mal an. Wenn es nicht stimmt, dann, naja, mal gucken, was ich mit dem Mitbewohner dann mache. Egal. Und dann war es noch Salt hier. Extended Edition. Genau, ja, habe ich auch noch nicht gesehen, den Film. Und bin ich sehr gespannt drauf. Den wollte ich im Kino immer sehen und bin nicht dazu gekommen, weil, ja, irgendwie, keine Ahnung, bin ich dazu gekommen. Und ja, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf. Und da kann man jetzt auch schon sehen hier von wegen Steelbooks Collection und Deluxe. Also ich bin so Freund von Bonusmaterial, was Filme angeht. Und eigentlich so ziemlich alle meine DVDs sind irgendwie in Collectors Edition eigentlich, weil, ja,
ja, ich bin ja auch so ein bisschen interessiert an dem Ganzen, wie wird ein Film gemacht und alles, und bin ja selber auch 3D-Animation und jetzt Videoschnitt und was weiß ich nicht alles. Und dieser ganze Background, den man dann so kriegt, finde ich eigentlich immer total spannend und aufregend. Und ja, deswegen kaufe ich mir dann immer so die Spezialausführungen von DVDs. Und im Übrigen, wo wir schon davon reden, das ist auch so ein Teil meiner DVD-Sammlung. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch, vielleicht gehe ich auf die andere Seite, das ist vielleicht besser. So, genau, was kann man da jetzt sehen? Muss ich mal gucken. Moment, das hier, diese dicken Boxen da oben zum Beispiel, das ist Voyager, alle 7 Staffeln. Und dann, das ist ja hier so spiegelverkehrt, das ist ja furchtbar. Das hier ist Alias, die Agentin, die komplette Serie. Die Boxen da hinten, die kleinen hier, das sind 3 Stück. Herr der Ringe, ne, die Extended. Und was haben wir dann? Das silberne hier ist Star Wars. Hier sind die, das sind also die alten Filme. Hier vorne sind die neuen. Oder war das das hier? Und das hier ist Star Trek. Kann auch sein. Egal, ich bin Schrecki, ihr seht's schon. Und Science-Fiction-Fan sowieso. Und dann kommen noch so jede Menge andere Filme und dann noch Computerspiele. Und also, naja, so rund 300 oder mehr DVDs sind es wahrscheinlich schon. Und egal, also jetzt habt ihr mal ein bisschen was da von meiner Sammlung gesehen. Genau, ja. Andere Leute zeigen Briefmarken, ich zeig dann halt jetzt hier DVDs. Genau, so. Scheiß drauf. So, was haben wir denn dann noch, wo wir schon bei Zeig uns sind? Genau, zeig uns deinen Neo Cube. Okay, ja, den hatte ich erwähnt im Special. Genau, und damit spiele ich auch sehr gerne. Das sind so kleine Magnetkügelchen. Das war, wie ich auch gesagt hatte, Kapuziner 1337, der mich draufgebracht hat. Und ja, also die sind unabhängig voneinander. Das sind so alles einzelne Kugeln. Ne? Die kann man dann zum Beispiel eben zu diesem... Ja, jetzt fliegt sie mir hier schon durch die Gegend. Moment, ich krabbel unter den Tisch. Da ist sie. So. Jetzt ist die Kugel wieder da. Genau, so. Und kann man halt alle möglichen Formen draus basteln. Zum Beispiel eben so ein Würfel. Das ist sehr, sehr lustig. Und ja, genau, macht irgendwie Spaß. Ist aber auch gar nicht so leicht. Also es ist wirklich schwer. Vor allem, man muss ja auch wegen der Polung drauf achten. Ne? Entweder ziehen sie sich an oder stoßen sich ab, und dann so einen Würfel hinzukriegen, ist gar nicht so leicht. Aber allmählich kriege ich es hin. So, ja, was haben wir denn noch für Fragen, bevor ich hier genug Blödsinn laber? Ah ja, genau. Oh ja, die Frage war echt toll. Genau, also wenn ich meine Stimme verstelle, so als Synchron-Hobby-Sprecher, ob ich dann auch meine, ja, ob ich dann mein Gesicht verzerre, also ob ich Grimassen schneide, die Frage war echt cool, aber ja, weil ist es wirklich so, ja, also wenn ich meine Stimme verstelle, dann performe ich das Ganze schon eigentlich, damit dann auch wirklich das richtig rauskommt. Und ja, ihr wollt das jetzt wahrscheinlich sehen, ne? Oh Gott, ja. Also, wenn ich zum Beispiel so einen ganz bösen, tiefen, grausamen Kerl mache, dann gucke ich auch so ganz böse dabei. Irgendwie läuft es gerade nicht so richtig. Egal, also dann gucke ich halt auch böse. Oder wenn ich so einen ganz alten, klapprigen Mann mache, ja, dann... Ja, okay, geht so. Jetzt, aber, ja, bin ich also ein bisschen angespannter, ne? Und, so im norddeutschen Dialekt, ne, ja, dann ist hier, mach mal so eine Snute hier, ne, dann geht hier so die Lippen nach vorne, dann wird das ein bisschen spitzer, und dann, ja, ne, dass das hier so ein bisschen norddeutsch klingt, ne, das, ja, dann, ja. Ja, jetzt habe ich mich wahrscheinlich hier komplett zum Affen gemacht, nicht, und, ja, scheiß drauf, ist egal. Ja, wenn man einmal hier im Internet sich präsentiert, ne, über Webcam, dann hat man seinen Ruf sowieso verloren, dann ist auch egal. Ja, und jetzt kriege ich nie wieder einen Job, jetzt ist vorbei. Ja, okay, so, jetzt, da bin ich wieder. Wann hast du Geburtstag? Das war auch noch so eine Frage. Ja, also, 1. August, in diesem Jahr werde ich dann schon 26. Oh Gott, ich bin so ein alter Knacker, echt, naja, egal. Ja, und, dann, oh, die letzte Frage schon, aber die wird mir häufig gestellt, kannst du Werbung für mich machen? Also, naja,
Also ich empfehle jetzt nicht grundsätzlich jede Person, das muss mir dann ja persönlich schon auch gefallen. Und aber ich bin schon seit langem am Überlegen, ob ich in die Richtung was machen soll, nämlich eine neue Kategorie. Und das werde ich jetzt auch machen, ich habe mich dazu entschlossen. Da gibt es aber nochmal ein extra Video, in dem ich euch das alles dann schön erklären werde, wie das dann läuft. Das nennt sich Lighty empfiehlt, genau. Und da werde ich wahrscheinlich hauptsächlich andere Let's Player empfehlen und das Ganze dann auch mit Interview mit der Person machen. Also dann schon, dass man, wenn man das dann sieht, auch einen Eindruck von der Person kriegt. Ne? Und dann, ja, die Leute dann auch wirklich empfohlen werden, wie sich das gehört. Und ihr könnt euch, wenn ihr wollt, auch schon gerne bei PN jetzt von mir aus schon dafür bewerben. Also das, die Anzahl der Abonnenten spielt erstmal keine Rolle, das sage ich euch gleich. Was mir halt wichtig ist, ist einfach gutes Material, ne, eure Videos, das muss mir persönlich halt gefallen. Also von daher seid nicht enttäuscht, wenn ich da jetzt dann Nein sage, ne, es ist halt so. Aber egal, also wer da jetzt wie eine Chance hat und wer eher weniger, weil es gibt so Sachen, die, bestimmte Dinge, die ich einfach überhaupt nicht leiden kann, Leute, die, was weiß ich, rumflamen, wie, was weiß ich, und da, ja, einfach ein bisschen neben der Spur sind in ihren Let's Plays und so, dann, ja, egal, also ich erkläre das nochmal in dem Video, wer da Möglichkeiten hat reinzukommen und wer nicht, und genau, dann könnt ihr euch aber gerne im Vorfeld schon bewerben und dann gucke ich mir das Ganze mal an. Und ja, das war es dann auch schon und ja, dann ja, war jetzt irgendwie ein sehr spontanes Video, aber egal, lassen wir es einfach mal dabei und okay, dann bis zum nächsten Mal, zum wahrscheinlich 1000er Special, dann gucken wir mal. Okay, alles klar, bis dann.